schon los und wir sehen Capri hier mit Yoshi. Okay, also wir sehen hier schon wieder den Dalmatiner und ja, Beißel definitiv ein Duckhunt, der sehr aggressiv spielt. Er kann auch ohne Dose und allem spielen, also hätte mich das gefreut, hätte Shangos auch jetzt direkt nochmal gegen Beißel gespielt on Stream, weil naja, es ist halt einfach nochmal ein anderes Feeling gegen Beißel zu spielen da. Und wir sehen super aggressiv hier gerade. Beißel natürlich aber auch mit der Yoshi-Erfahrung, einfach weil es mein Lane ist und er halt in meiner Crew ist. Deswegen kennt der Yoshi auch sehr, sehr gut. Also würdest du leichte Vorteile bei einer? Ja, nicht nur leichte. Also okay. An sich unfassbar großen Vorteil für Beißel. Aber dafür wird es umso schöner für den Underdog zu sein. Und gerade ein Yoshi-Spieler, also ich freue mich total, dass ich nochmal einen Yoshi-Spieler sehe, außer mir. Es gibt nicht so viele mehr, aus dem Grund, was schade ist, aber es ist, wie es ist. Und jetzt gerade Beißel auf jeden Fall sorgt dafür, dass bald wieder ein Yoshi-Spieler weniger geht. Ja, Beißel immer noch auf seinem ersten Stock und Capri bei seinem zweiten schon auf über 100%. Ja, wie gesagt, also er kennt Yoshi einfach sehr gut und er ist einfach auch sehr, sehr gut. Ne? Einer unserer drei besten Spieler hier jetzt gerade auf dem Turnier. Und ja. Der zweite Stock, ja. Ja, und ja, auch mal noch. Ja, das wird ein hartes Stück Arbeit werden, wenn Capri da noch was weiß. Aber natürlich drei Games mindestens Zeit, um hier ja noch was zurückzuholen. Also deswegen. Die Messe ist ja auf jeden Fall ganz gut. So ist es. Okay, auch nochmal für die Zuschauer. Wir sind jetzt hier gerade. Einfach so. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist das erste Game. Hier gerade für Beißel. Genau. Was wollte ich gerade sagen? Für die Zuschauer, genau. Wir können jetzt den Chat lesen. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr uns auf jeden Fall einmal schreiben, was ihr so als nächstes so für Sets sehen wollt vom Bracket. Also, ihr schaut euch das Bracket an. Und könnt uns dann gerne mal vorschlagen, was ihr sehen wollt. Vielleicht können wir uns dann drum kümmern. Scouty wieder im Chat? Oder wie? Oder was? Ist ja auch Koshi Ray. Ich glaube, das war auch praktisch Team Rostock. Ja, da ist der Scouty. Sauber. Schade, dass du nicht da sein konntest. Und wir gehen ins zweite Game. Beißel gegen Capri. Ich bin mal gespannt, vielleicht kann Capri da ja ein bisschen adapten. Das sieht schon mal deutlich besser aus. Auch aggressiver. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Deutlich aggressiver und da ja, vielleicht auch die erste Scheu ein bisschen verloren. Muss man auch, auf jeden Fall. Also, wenn man zu wenige Inputs hat gegen Beißel, dann ist es so, dass er halt einfach Trainingsmodus mit dir macht. Also, einfach diesen Sandsack einfach verbloppt. Das kann er sehr, sehr gut. Das passiert meistens, sobald er jemanden so ein bisschen overwhelmed hat. Wie man sieht, man fliegt einfach nur durch die Gegend und weiß gar nicht genau warum. Ja. Aber man fliegt. Und ja, das ist im Endeffekt Beißels Play. Kann er dich overwhelmen oder nicht? Meistens funktioniert es. Also auch bei guten Spielern hier aus dem Norden ist es meistens so, dass er es irgendwie schafft, zeitweise in ihren Kopf zu kommen oder dass die einfach eine kurze Verschnaufpause brauchen und dann einfach auf einmal Spaghetti spielen. Spaghetti heißt dieser... Oh, ja. Oh, schön! Guck mal, erster Stock hier gerade für Capri gezogen, richtig gut. Was ich mit Spaghetti meine, ist Mom's Spaghetti. Das ist eine Line von Eminem. Ja. Genau. Dass man aufgeregt ist und deswegen spielt. Ja. Ja, oh. Aber Capri jetzt deutlich besser drin. Capri macht das gut gerade. Ja. Ich hoffe, er kennt
das Setup von Yoshi. Oh, jetzt hat er hier gerade den Stock gezogen. Ich hoffe, er kennt den das Setup mit Yoshi, dass er ein Ei wirft an der Edge und dann spiked, also wenn er mit dem Ei trifft. Das ist auf jeden Fall wichtig mit Yoshi. God damn it. Kurz. Oh Gott. Kleinere Probleme sollte aber. Okay, automatisch ausschalten, abgewendet. Wir können weiter auf dem Bildschirm sehen und wir können sehen, hier Weißel mit einem Stock Lead hier wieder. Oh, und? Ah, ja, da hätte er Offstage gehen müssen. Das hätte er auf jeden Fall kriegen können, den Stock hier. Aber generell, also, ja, die Dose. Die Dose schränkt Capri hier stark ein, aber er hat schon mal... ja. Guck mal, das ist aber schon Progress. Also er hat praktisch einen ganzen Stock und 150% mehr geleistet als letztes Game. Das ist gute Adaption. Ja, auf jeden Fall. Und im Best of Five hat man dann ja auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, um dann sich ein bisschen an den Gegner anzupassen und da dann halt auch sich selber zu verbessern. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Deswegen mögen wir sowas. Also normalerweise ist es so, dass man im Pool Best of Three spielt, aber wir haben uns gedacht... gerade wo im Pool sind halt noch alle Anfänger auch dabei. Mhm. Also alle sind einfach dabei. Und das ist einfach schön, wenn man einfach ein bisschen mehr spielen kann, ein bisschen mehr Erfahrung sammeln kann. Best of Three ist da doch ein bisschen unforgiving. Deswegen, ja, wir spielen Best of Five. Ja, und das, man lernt ja auch besser, wenn man mit Leuten spielt, die einem halt auch was voraus haben, ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Neue Dinge kennenlernen. Und ich sehe gerade bei Koshi Ray den Gear, Clan Tech davor. Und ich meine, dass Skyvania den auch hatte. Hm. Und was bedeutet das an der Stelle? Ob, was das heißt, ich weiß es nicht. Okay. Ich bin wirklich so, was Clan-Szene angeht, oder so, bin ich seit 2009, 2010 raus. Ja, gut. Früher selbst noch in so einem Clan gewesen, aber... nee, da habe ich keine Übersicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall so ein Online-Clan, denke ich mal. Und vielleicht machen die auch was offline, weil Skyvania ist ja auch hier offline, genau wie Koshi Ray. Weißel gerade nochmal Gang 3 jetzt auf einmal. Ja. Eskaliert komplett. Ja. Und das meine ich mit dem Overwhelm. Ne? Ja. Also Capri darf sich nicht abschrecken lassen. Er muss einfach tun, was er tun muss und einfach rein. Auch wenn er damit nicht gewinnen kann, so kriegt man die beste Experience. Wenn man einfach weiterspielt, vielleicht mal einen tiefen Zug Luft nimmt oder so, aber bloß nicht irgendwie, die Emotionen einen übermannen lassen. Ja, das sieht auf jeden Fall hart aus gerade. Ja, er ist nicht umsonst, also er hat nicht umsonst auch SDN schon besiegt, unseren besten Spieler hier im Norden, der auch gerade die Landesmeisterschaften gewonnen hat. Aber das ist jetzt vielleicht die Gelegenheit für Capri, zurück ins Game zu finden. Die Bombe platzen lassen. Und kann er vielleicht hier jetzt einen Stock holen? 99% ist schon mal guter Damage, wenn er in die Edge bekommt. Aber der zweite Stock auch. Ja. Jetzt natürlich kein Rage mehr. Oh, aufgeladen Upsmash trifft nicht. Oh. Wieder ein Setup mit dem Gun und mit der Dose. Da kann generell ein Charakter, der einfach aus unfassbar vielen komischen Projektilen besteht, die in verschiedenen Intervallen einfach schießen oder die man kontrollieren kann. Und es ist sehr, sehr schwer, diesen Charakter zu besiegen, wenn man ihn nicht kennt. Also Dakant. Ja. Dakant ist sehr, sehr merkwürdig. Und mit den kleinen Tricks hier und da. Oh ja, er versucht auf jeden Fall Setups zu machen, ja. Okay, kann Capri hier noch einen zweiten Stock in diesem Set holen? Deren Achievement, auf jeden Fall. Da haben wir es sauber. Und nochmal den Taunt, genauso wie sich das gehört. Und einen dritten Taunt. Also auf jeden Fall, Progress. Ja, auf jeden Fall. Und er lebt doch noch. Ja.
117%. Und das war's jetzt. Ja. Ja. Okay, das ist 3-0. Aber wir haben ja auf jeden Fall Gegenwehr von Capri gesehen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Jetzt ist die